die Reise beginnt und über uns fliegt die Fahne im Wind. Oi, was geht ab, Leute? Timowelt hier. Infotainment München. Am Freitag vor der DM. Was geht ab, Baugisch? Also jetzt wird's ernst. Ich werde schon langsam ein bisschen nervös. Jetzt entscheidet sich. Es gibt keine Faxen mehr, keinen Spaß mehr. Jetzt zählen nur noch Fakten. Sieg oder Niederlage. Tops muss sein. Ich hoffe es für dich. Wir fahren heute mit zwei Autos. Das heißt, es wird noch mehr Chaos geben. Oder drei. Drei. Jetzt werden jedes Mal dasselbe bei der Fahrt. Der Typ sagt, die Karte ist schlecht, die Karte muss in Zeit. Schauen wir mal. Sie labern rein, ihr werdet alles live mit. Nico ist schon gefahren, ihr habt es miterlebt. Nico, die Ratte. Wo ist er? Wahrscheinlich schon da oder unterwegs. Halt. Unterwegs. Wo der Ratte, ey. Okay, voll fast da. Es ist 20 vor 5. Treffpunkt ist zwischen 16:30 und 18:30 Uhr. Man weiß es nicht so genau. Alles wegen Chong. Richtig schlechter Organisator. Chong zur Zeit ist echt richtig schlecht. Schauen wir mal, Bargesport noch sein Deck. Ich bin auch noch sehr unentschlossen. Wieso hast du jetzt einen Draco Pult oder Cosmo? Draco Pult. Ich habe Cosmo nicht mal mitgenommen, damit ich nicht in Versuchung komme. Nicht viel. Was geht bei dir? Eins im Arsch. Eins im Arsch, müde Mann, aber egal. Ist da alles? Ich bin Bargisch. So, los, Mann. Mehr brauchen wir nicht. Hä? Mehr brauchen wir nicht. Wer hat es auch noch gemacht? Hast du gelegen? Also ich würde Stunde ins Dunkel spielen. Dann können wir nur unser Game ins Extra nehmen. Bist du bereit, Tati? Hast du Deck fertig? Ja, Mann. Echt, jetzt? Ich weiß, wie ich spiele, oder? Perfekt, Mann. Hast du noch irgendwas geändert seit gestern? Nur noch Raigeki halt. Also, Chong meinte, ich spiele zwei Swordtrooper. Aber ich meine, dass es ich nicht brauche. Ich habe immer im Control-Bit davor immer Ding gespielt, Swordtrooper auf 1. Dafür tue ich Raigeki rein. Da habe ich echt Optionen auf alles, Mann. Ich bin mir noch nicht sicher wegen Raigeki. Warum? Weiß auch nicht. Nicht schon wichtig. Ich glaube, wir machen noch eine Diskussion darüber im Auto. Aber ich brauche keine zwei Swordtrooper. Ja, das sicher nicht. Ist sicher, aber was soll ich denn dafür reintun? Keine Ahnung, Mann. Ich finde Raigeki schon gut, weil ich spiel kein Dark Hole, kein Raigeki, auch nichts im Side. Gar nichts. Das hat die Frage, ob ich es brauche oder nicht, ab und zu. Genau, und warum auch noch Raigeki wegen Mirror Match? Oft habe ich das Problem, dass mir die Cosmo-Spieler eine Lady geben oder zwei Ladies, dann bist du meistens schon tot, Mann. Verstehe. Muss aber natürlich nicht heißen, dass man dagegen jemand zieht, ja, das ist klar. Aber das ist halt eigentlich die beste Option, im Allgemeinen Sachen halt einfach wegzukriegen, die einen stören. Sonst hätte ich einen Slot frei, ich wüsste nicht, was ich spielen soll stattdessen. Was geht mit BLS? Ich wäre auch eine Option, ganz ehrlich. Vielleicht sogar besser eine Option als Raigeki, oder? Oh ja, Can, hast mein Geschenk gekriegt? Der hässliche Auto. Ja, war der nicht geil. Was geht ab, Leute? Werdet ihr bereit? Tati. Chong hat wieder Scheiße gebaut. Was soll ich dazu sagen? Und wir haben einen zu viel. Wie einer zu viel? Einer zu viel, der muss jetzt leider gekickt werden. Top Management? Top Organisation? Warte mal, Top Management? Ja, ich hab meins geplant, euer Dings, ich wusste nicht. Chong kümmert sich nur um die Spieler, Alter. Nee, wir nehmen immer weniger Sachen mit, Mann. Was nimmt der da so viele Sachen mit, Alter? Party ist ja okay, aber ich muss stimmt wieder so Helon so. Helon, Alter. Ich schwör, Helon bleibt hier. Eine halbe Tasche, Alter. Eine Tasche, Alter. Wer wird gekickt? Ming. Ey, mit der Firma rein. Keine Ahnung, wer das ist. Voll, Leute. Voll. Nee, Bruder, das tut mir auch leid. Es tut keinem leid, aber sie sagen es aus Höflichkeit. Pennt der bei uns?
Wieso weiß ich davon nichts? Ich schau auch gerade zum ersten Mal davon. Mir egal. Er hat immer einen Er muss aber dir schlafen, weil dann ist Freund. Min, ja? Ja? Ja, aber dann müsste ich Personal davon machen. Doch. Ich pack's rüber. Jungs! Also ein Hotel, davon wusste ich nichts. Ich mag euch einen, gell? Das ist dein Partner. Aus Hell habe ich 4-4 gemacht. Jeder hat einen besten. Wer ist? Wie jeder. Was? Ja, du, ich, Kanti, Barisch, ein Zimmer und dann das Rest wieder. Can, Helol, Baunam, Mert. Nein, Mert ist nicht. Es sind mehr als 8, Mann. Lorenzo auch noch, Mann. Lorenzo ist noch. Nico! Was ist mit Nico? Nico hat auch einen Platz. Du hast gerade mehr als 8 Leute genannt, Mann. Nein, ja, aber er hat mich auch erwähnt. Er ist nicht dabei. Ich bin echt dabei. Er ist links, woanders. Aber Can. Und Julius und Sandy. Can ist auch mit mir. Can ist auf dem Boden. 3, 4. Can ist auf dem Boden. Can ist auf dem Boden. Nico ist auf 6. So, 6, Baunam. Barisch ist 7. Ja, der ist der 8. Ja. Jetzt haben wir jetzt oder? Fahren wir, oder? Du kannst 5 Euro draufzahlen. Fahren wir jetzt. Hallo. Können wir fahren jetzt? Ciao, was geht? Es wird, glaube ich, echt mal Zeit, dass mal jemand anders die Fahrten organisiert hat. Ohne Scheiß, Mann. Abzieher, das ist der Selfie-Line-Nacht schon gemacht. Digga, was soll ich sagen? Wann sollen wir das machen? Wir müssen dich noch vorstellen. Was? Ja, machen wir doch was anderes, Alter. Jetzt aber jetzt ist Vlog. Ja, und? Jetzt ich bin einfach so da. Ja, ich bin einfach da. Er ist einfach so da. Schau, da kommt die Frage in den Kommentaren bestimmt, wer ist das? Ja, und dann erklären wir es. Passt das perfekt. Kann sein. Ja. Endlich geht's los, Tati. Also bis jetzt bin ich gar nicht... Schwärmer, was soll ich sagen? Soll ich sagen, ich oder? Ich hab so 350 Euro dabei, aber 100 davon... Nicht froh! Kaffee drauf. Fängt schon alles scheiße an. Guck mal, froh, meine Sterne mit dem... Viertel nach 6, na, nicht normal. Fast 6:30, Alter, wir sind noch nicht losgefahren. Und wegen wem alles? Ja, wegen unserem Freund Chong. Wir sind um 10:30 dort. 10:30, wenn wir noch was essen, 11, dann noch duschen, wahrscheinlich nicht schlafen. Und dann wieder 4 Stunden Auto fahren. Okay, das ist besser als Köln. Da war ich fertig. Köln war ich extra. Ja. Extra? Ja. Wir müssen ein bisschen testen. Jeder spielt mit extra. Also fast jeder. Ich glaube, ich schlafe eh nicht. Wieso das nun? Was spielst du? Wenn wir erst um 11, halb 12 dort sind, eventuell schön gemütlich duschen, dann muss ich Deck bauen, ich will mein Deck heute Nacht bauen. Wir können auch testen, wenn du willst. Dann müssen wir noch testen. Ich gegen dich. Tati, wir müssen auch noch testen. Du weißt schon, unsere Herausforderung. Dich zock ich doch eh, Alter. Jetzt sag's jetzt mal, aber... Alter, ich brauch Gegner, keine Opfer, Mann. Okay, er hat's jetzt gesagt, aber danach heißt wieder heute meine Kinder. Deine Kinder hast du jetzt nicht da, Tati. Jetzt gibt's keine Ausreden. Wann hab ich das bei dir jedes gesagt? Mal, die eine hat Nasenbluten, der eine braucht Medikamente. Was ist das? Alter, YouTube-Channel. Diesmal gibt es keine Kommentare. Warte, die letzten zwei Duelle habe ich gewonnen. Also als, du hast keine Chance mehr. Wir sind rechts ein Hügel, ja? So ein bisschen höher. Dude, ey, Leute, was ist los mit euch? Sag, links ist eine große Wolke. Seid ihr auch dabei? Links ist eine extrem große Wolke, Elon. Ohne Witz. Ja, mein Gott, dann sollen wir. Er hat gesagt, da ist ein Hügel, ist heute. Tati ist ein bisschen falschen Weg gefahren, glaube ich. Kann passieren. Ich ging nach links, nach rechts, aber... Die Jungs haben ihn abgelenkt. Tati... Die Uhrzeit sagt ein paar Minuten. Tati hatte sich schon mental auf ein bestimmtes Video vorbereitet. Das hat er leider zu wörtlich genommen. Vielleicht fahren wir recht hin, Mann. Ansonsten, der Afghane macht wieder Probleme. Weiß nicht weiter. Afghane macht wieder Probleme, ist okay. Wir sind, keine Ahnung, wir sind, glaube ich, vor euch. Oh mein Gott, Mann! Noch auf der Fahrt. Wie ist die Lage, Tati? Alles gut. Noch eine Dreiviertelstunde. Das heißt, wir sind so ungefähr um 11:30 da. Weiß ich gar nicht, checke oder? Warum? Wagen schläft. Sauer. Nico allein im Hotel, er langweilt sich. Er fragt die ganze Zeit, wann kommt ihr Jungs? Ja, leider denkt's man. Arme Kerl. Selber schuld, oder? Absolut. Absolut. Schon keine Ahnung, wo der steckt, Mann. Irgendwo verschollen. Aber er hat ein krasses Team dabei. Möglicherweise ist er neues. Ja, aber wir machen
Tauschgeschäft. Ja, Mann, John gegen Mert. Ja, Mann. Guter Transfer. Danke, dass du uns sagst, dass du meinem Ausweis geparkt. Ich kann ja hier parken, Mann. Ich würde einfach da parken, Mann. Das interessiert dich keinen. Morgen nein, ich park hier gegenüber, Mann, da ist der Fender Parkplatz. Ja, auf geht's. Wo hast du geparkt drin, oder was? Drinnen, ja, ja. Hey, wieso redest du nicht mit deinem Freund Hausmeister, dass er mich auch einlässt? Kein Platz mehr. Hast du mit ihm gerade gespielt, oder was? Nee, Mann. Blue Eyes, ich wusste das. Blue Eyes gegen Kriatki, nee, oder was? Ich bin schon früh gekommen, hab ausgeschlafen, hab die Location angeschaut, Mann. Wie war eure Fahrt? So 8 Stunden oder wie viel seid ihr gefahren? Nein, so denn? 4 Stunden? Digga, wir sind um 6:30 los erst, Mann. 6:30 erst, ja, alles wegen Chong, Mann. Alles wegen Chong, Mann. Dass ich um 2 Uhr losgefahren bin. 1:30 oder 2 sind wir losgefahren. Ja, schön für dich. Oh, war schön, Mann. Schön ausgeschlafen, schön Fernsehen geschaut. Bisschen was getrunken. Wie ist die Wohnung? Aber alles alleine. Oha, oder? Alles okay, alleine. Das alles alleine, Mann. Ja, aber das Bad ist Katastrophe. Badische Zient, Freund, Mann. Echt jetzt? Ja, kann man ja nicht duschen jetzt, oder was? Ja, aber alle können zuschauen. Echt jetzt? Ja, ja. Oh mein Gott! Es ist in der Mitte ist irgendwie so Streifen, aber man kann so reinschauen. Und komisch, Mann. Das ist viel schlimmer als Gemeinschaftsdusche, Mann. Wieso sollte ich mich freuen? Was soll das? Du wolltest keine Gemeinschaftsdusche. Das ist viel schlimmer, Mann. Ach so, stimmt. Wenn sich jemand auf die Toilette setzt, jeder kann schon. John wollte auch keine Gemeinschaftsdusche. Ja, schau dir mal jetzt die Toilette an, Mann. Endheftig. Ja, aber so sehen nur wir uns gegenseitig nicht die halbe Welt, oder? Ja, ja, okay, Mann. Das halbe Hotel, Mann. Jetzt und auf geht's. Digga, 50 Euro selbst bin ich. Ich park jetzt da, ja? Ja, ja. Wir hören gerade, Chong hat wieder missgebaut. Chong hat keinen Bock auf Gemeinschaftsduschen, kriegt trotzdem eine, oder? Er wusste, glaube ich, davon. Er wollte unbedingt... Ich wusste es. Alles geplant. Alles geplant von Chong. Nico! Ich hab gehört, du hast 9-0 kassiert, Mann. 9-0! Mindestens! Gegen Hong! Mindestens! Echt? Das stimmt sogar. Er sagt nicht mal Glück oder so. Was du? Ich dachte, er sagt, ja, er hat krass gezogen, ich hab gebrickelt. Also Pepe echt heftig. Alter, das ist ein fettes... Fahr du mal so ein fettes Auto, Alter! Du Olmel, Alter! Du kannst nicht mal so ein Auto fahren, ja, wahrscheinlich, Mann! Ja, ja, ja! Ich heiße ja nicht Nico, Alter! Ich heiße ja nicht Nico, Mann! Ja, ja! Aber echt Bordstein, Mann! Ich würde nochmal rausfahren, Tati, Mann! Das Auto ist zu fett, Alter! Frag mal deinen Freund, also, Mann, da kannst du einparken, Mann. Da darf ich doch gar nicht hinfahren, Mann. Was ist das? Tati, du passt schon rein, Mann. Du musst ein bisschen nach rechts. Ja, das ist mir schon klar, Mann. Du hast eh viel Platz da noch hinten. Ich weiß, entspannt euch mal. Lass es versuchen, Leute. Du laberst nur, schaffst es selber nicht, Mann. Nochmal. Du schaffst es doch selber nicht. Digga, Hong hat ein Video von mir oder wie ich... Aktiviert Kosmos. Digga, Hong hat ein Video von mir oder wie ich in so einen krassen kleinen Park noch eingepackt habe. Okay, er hat schlecht nachgezogen, er aktiviert zweite Kosmos. Oh, gar nichts, Mann. Er zieht, glaube ich, gar nichts da. Ich bin nicht überzeugt. Okay, erster Fan, wir machen ein Foto, Mann. Echt? Okay, hast du gemacht? Ja, hat er uns auch noch der Bus nicht gemacht. Jetzt? Soll passieren? Nico ist nicht so wie Dimi, der aus Probleme damit. Wo, was hat er für Probleme? Also, dass sein Name Dimi und so auch da steht. Der Bild und Name ist was anderes. Drückst du auf 5. Hey Jungs, ich sag's euch, ich bin Schlafwandler, gell? Ja, ist echt ohne Spaß. Soll man dann die Balkon zu öffnen lassen, was? Haben wir Balkon? Er ist euch nachts im Duell. Packst du sein Deck aus? Ich mein's ernst, ich hab euch so Kommandant. Alter, wieso ist mein Ding nass? Ist irgendwas ausgelaufen bei dir? Ist irgendwas ausgelaufen bei mir im Auto? Ja, bei mir ist alles trocken. Hauptsache das Deck ist nicht nass. Oha, das wäre echt unverdient. Da ist nicht mein Deck drin. Nee, das ist hier oben, Alter. Ich feiere das wie CN, Mann. Oh mein Gott.
warte mal, hier sind vier Betten, wo ist das andere Zimmer? Das andere Zimmer müssen wir noch holen, weil John hat alles auf seinen Namen gebucht. Da geh ich schon mal hin, oder? Das ist schon echt eine Intelligenz. Achso, da gibt es eine Gemeinschaftsküche, die ist da vorne. Ja, genau. Und da schon mal das WC, Mann. Ja gut, Tom, wir bleiben hier, oder? Tom soll mit den anderen. Bei mir sieht man den Kopf, Mann. Ja, ohne Spaß, Mann. Das kann schon. Bei dir sieht man nichts, Mann. Du hast doch noch einen Vorhang, Mann. Was willst du eigentlich? Du übertreibst es echt, Alter. Also, das ist ein Spektrum. Als wärst du eine Porno-Dusche, oder? Ja, ganz ehrlich. Ich hab echt auf der Höhe ein Strich. Ja, okay. Ja, hast du doch gesagt. Mann, ich hab echt so verstanden, man kann alles sehen, Mann. Ja, kann man doch, Mann. Wo denn? Da ist doch ein Ding, Alter. Du stehst doch, du weißt du, wo du was siehst, wenn du hier auf dem Bett stehst? Da kannst du alles reinsehen, Mann. Also ich kann erstmal nicht. Ich muss warten, bis es bisschen dringender ist, Mann. Ach so, danke, Mann. Leute, ich hab's jetzt auch. Ah, das ist nicht in meinem Namen drauf. Ja, ich weiß. Die Shield. Ich war auch, das war so krass, Mann. Das war echt krass. Ich bin eiskalt eingeschlafen und bin 11 Uhr am Strand aufgewacht, Mann. Echt heftig. Geiles Hotel, oder, Jungs? Schön. Was ist damit? Wir filmen da die Badestadt. Duscht mit seinen Muskeln. Und dann fick ich ihn, Alter. Der Badisch ist so klein, man sieht da seinen Kopf gar nicht, ey. Übertreib's. Aber die Dusche schon knapp, Mann, bei dir. Die Dusche schaut echt geil aus, ehrlich. Ich hab's gesehen, ich dachte so, Alter. Schau mal an. Wasserfallregen von oben. Endgut. Schau, Toilettenpapier für Badisch. Schauen wir mal. Geht schon. Nico. Du bist früher gefahren. Wolltest meins anschauen? Was damit passiert? Erzähl mal. Ich war bei der Vormeldung. Es waren noch nicht so viele Leute da. Ich glaube, das liegt daran, weil hier NRW... Die anderen großen Städte, Frankfurt und so weiter. Ja, die sind noch alle zu Hause, ich weiß schon. Genau, die kommen alle morgen in der Früh. Ja. Mainz, die Halle ist direkt am Rhein, ist eigentlich ganz cool. Ist auch groß, also Location hat mir gefallen. Und ja, schauen wir mal, wie viele Leute morgen da sind. Mit wie vielen Leuten rechnet ihr? Über 1000 schon, oder? Knapp 1000, über 1000, ja. Über 1000, ja. Ja, hast du schon mal ausgecheckt, wo man hier weggehen kann, oder was? Natürlich. Ja, echt, Mann. Was hast du jetzt vor? Ich mache heute ein bisschen Decktesting. Was trinkst du eigentlich? Trinkst du gerade Wodka Bull, oder? Wodka Bull, ja. Und wo ist der Wodka? Hallo? Hier ist er. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss mit Nico echt öfters weggehen, Mann. Siehst du, halbe Flasche ist schon weg. Die Leute konzentrieren sich noch auf Yugi. Alkohol ist nichts Cooles, Mann. Ich trinke mir Selbstvertrauen an, Mann. Was bist, denn du für ein mächtiger Moslem, Mann? Ey, nein, das habe ich jetzt... Halt dein Maul jetzt. Also, ich trinke Alkohol und so. Halt dein Maul jetzt, Alter. Meine Kinder, Alkohol ist echt nichts Cooles. Ohne Witz. Ja, ganz ehrlich, wo kann man die weggehen? Hier gibt es irgendwie eine große Disco in der Nähe. John fährt. Schauen wir mal, wie es ist. Du kannst glaube ich immer fahren. John fährt, ja. John fährt. John Banks wir wollen, fährt. Wir wollen mal hoffen, dass er fährt, oder? Wir haben halt keinen Kameramann, das ist das Problem. Wir bräuchten einen Kameramann, der alles begleitet, aber schwierig. Und wann kommst du dann wieder? In der Früh. Und dann gehst du direkt zum Turnier, oder? Ja, genau, so haben wir es früher auch gemacht. Krasser Typ, Mann. Nico, du bist krasser Typ. Das hast du auch in Prag gemacht, dann ist nichts geworden in Prag. Wieso? Das war mal, ich habe ein Monat oder zwei Monate, nee, ein Monat habe ich gespielt. Ja, und das ist doch... Ein letztes Spiel war es um Tag 2, so schlecht war das gar nicht. Dafür, dass ich 6 Jahre nicht gespielt habe. Für Tag 2. Nicht für Top, sondern für Tag 2. Nico kommt eh weiter als Badisch, passt schon, oder? Wir werden sehen. Ganz ehrlich, Badisch... Nochmal bitte. Wir werden sehen. Oh, was ist das für ein... Komm, Nico, wetten hier. 50 Euro, wer weiterkommt. Puh. Ich lese erstmal den Namen, komm, Mann. Nein, jetzt, komm. Jizz. Ich würde um 50 Euro gegen dich spielen, aber nicht um 50 Euro wetten, wer weiterkommt. Ja, wieso? Wieso spielen wir nicht um 50 Darum Euro? Darum geht's doch. Gegeneinander, 1 gegen 1. Wieso? 1 gegen 1. 1 gegen 1. 1 gegen 1. 1 gegen 1. Ja, wenn du dich mal ausreden lässt. 1 gegen 1. Wir sind doch jetzt auf der Dam. 1 gegen 1, Badisch. Ja, okay, ich verliere nicht 1 gegen 1, aber bin dann Deutscher Meister. Wer ist besser? Ich glaube nicht, dass du Deutscher Meister bist. Ja. Nico ist dann besser. Alles klar. Ganz ehrlich, Badisch gibt 3 Gegner her, Mann. Schon wie sehr ich ihn hasse, oder? Badisch, wir werden sehen, warum ich spiele die erste Runde gegeneinander. Servus Jungs, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.